Seite kommt nachher. So wie unser Bürgermeister Jung und unseren Ortsvorsteher Josef Neise. Frau Rita Waschbüch kann heute nicht unter uns sein. Sie ließ sich entschuldigen. Begrüßen darf ich in unserer Mitte den Vorsitzenden der IG Bergbau von Landsweiler, Herrn Eilweiler, sowie die Kameraden aus Landsweiler. Wadebach wird wahrscheinlich noch kommen, habe nicht abgesagt. In einer Mitgliederversammlung im Jahre 1889 unter dem ersten Vorsitzenden Werner Peter beschloss man, auf Spitzeich ein Bergmannskreuz zu errichten. Als Dank für die glückliche Beendigung des ersten großen Lohnkampfes. Der Bildhauer Dechmann aus Erwellingen wurde mit der Arbeit beauftragt. Auf einem geteilten Sockel trägt der Mittelteil die Inschrift errichtet zu Ehren Gottes durch die Bergleute aus Landsweiler im Jahre 1889. In Liebe und Dankbarkeit wurde das Kreuz von den Mitgliedern in Ordnung gehalten. Unser neues Kreuz, das heute auf dem Eis steht, wurde von Ernst Brauner angefertigt und am 30.08.1986 unter dem ersten Vorsitzenden Ludwig Knobe durch eine Urkunde die Aufschluss über die Errichtung und die Versetzung des neuen Kreuzes beinhaltet. Und mit den Unterschriften der Vorstandsmitglieder eingeweiht wurde. Mit der Festschrift aus dem Jahre 1960 wurde die Urkunde von der Vizepräsidentin Rita Waschbüch eingemauert. Eingesegnet wurde dies von unserem damaligen IK, Herrn Wolfgang Göbel. Dies, meine Damen und Herren, waren einige Worte zur Einleitung und zur Begrüßung. Ich darf mich bei euch für die Aufmerksamkeit und für Ihr Erscheinen sehr recht herzlich bedanken und wünsche meinerseits ein paar frohe und glückliche Stunden und verbinde dies mit einem herzlichen Glück auf. Dass in unserer Gegend, wie auch in übrigen Gegenden, die vor allem katholisch geprägt sind, die Berg- und Hüttenarbeitervereine zu den ältesten Vereinen zählen. Ist doch die Geschichte dieser Berg- und Hüttenarbeitervereine untrennbar mit der Geschichte der Menschen im letzten Jahrhundert verbunden. Vieles haben die Berg- und Hüttenarbeitervereine für die Menschen in dieser Region getan und geleistet. Sie haben sich ihren Sorgen, ihren Nöten angenommen und stets für ihre Interessen, vor allem in Zeiten der Not, angenommen. Und, sofern sie es konnten, auch in schwierigen Fällen, zum Beispiel bei Unfällen, stets geholfen. Aber diese Geschichte dieser Berg- und Hüttenarbeitervereine wurde aber immer begleitet von einem Wahrzeichen, von dem Kreuz. Dies kann man in der Geschichte von vielen Vereinen nachlesen. Und so ist es auch fast selbstverständlich, dass sich der Berg- und Hüttenarbeiterverein Landsweiler heute wiederum zusammenfindet, um das ehemalige Kreuz, das vor über 100 Jahren errichtet worden ist, heute hier an dieser Stelle neben der Kirche, den besten Platz in Landsweiler, wie ich finde, wiederum neu zu errichten und neu einsegnen zu lassen. Ich wünsche deshalb an diesem Tag insbesondere allen Mitgliedern des Berg- und Hüttenarbeitervereins Landsweiler, dass dieses Kreuz stets die Geschichte dieses Vereins wie der übrigen Berg- und Hüttenarbeitervereine weiterhin im positiven Sinne begleiten möge. Das heißt, dass Notlagen von Ihnen und Ihren Familien in Zukunft hoffentlich verschont werden mögen. Recht herzlichen Dank für die schönen Worte.
Ich darf nun die Vereine mit ihren Fahnen und der Uniform bitten, hier sich aufzustellen am Kreuz. Herr Pastor, Herr Bürgermeister, Herr Vorsitzender, liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, das Bergmannskreuz. Ich möchte nicht auf die Geschichte des Bergmannskreuzes eingehen, historisch festgehalten im wertvollen Buch Landsweiler Geschichtsbilder, sondern allen danken, die die Anregung und die Idee gaben, dieses Kreuz wieder neu zu errichten. Gerade in unserer Zeit ist es wertvoll, solche Gedanken aufzugreifen, um die Vergangenheit immer wieder neu festzuhalten. Ich glaube, wir haben hier eine ehrwürdige Stätte gefunden und ich darf mich nochmals recht herzlich bedanken für diese Idee. Ich darf dem Berg- und Hüttenarbeiterverein weiterhin alles Gute wünschen und da ich weiß, dass dieses Geld kostet, habe ich einen kleinen Betrag bereitgestellt. Ein herzliches Glück auf. Vielen Dank, Herr Neises, für das Geschenk und für die Worte. So, wollen wir uns jetzt ums Kreuz aufstellen, damit wir mit der Einsegnung beginnen können. Hier am Kreuz ist meine Liebe. Meine Liebe ist Jesus Christ. Weich von mir der Sünde Triebe. Alles, was ich in mich ist, was hier mit ist nicht von Gott. Und womit ihr Lohnt ist Gott. Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, sei mit euch. Wir feiern diesen kleinen Gottesdienst im Schatten der Kirche, um ein altes Kreuz, das über 100 Jahre zum ersten Mal errichtet wurde, hier an dieser Stelle einzuweihen. Es wurde in Dankbarkeit, wie es hier heißt, errichtet zur Ehre Gottes. Es will die Menschen daran erinnern, was das Kreuz für sie bedeutet. Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Und das gilt auch für unsere Tage. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, dein Sohn hat uns durch sein Sterben am Kreuz mit dir versöhnt. Schau auf deine Diener, die dieses Kreuz errichtet haben. Gib, dass sie durch die Kraft des Gekreuzigten vor Unheil bewahrt werden. Hilf ihnen täglich, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und auf dem Weg des Evangeliums sicher ihr Ziel zu erreichen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir hören nun eine Lesung aus der Heiligen Schrift. Christus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Lesung aus dem Brief an die Philipper. Seid untereinander so gesinnt, wie
wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle Mächte im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesus und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters, Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Singen Lied 182. Thank you.
Jesus Christus und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Lasset uns beten, Gott unser Vater, du hast uns durch den Kreuzestod und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus zur Fülle des Lebens befreit. Segne dieses Zeichen des bitteren Leidens, das er für uns getragen hat. Es ist zugleich ein Zeichen des Sieges über Sünde und Tod. Stärke alle Menschen, die dieses Kreuz ehren, im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Lass alle, die hier vorübergehen, im Schutz des gekreuzigten Erlösers geborgen sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Leben, im Kreuz ist Hoffnung, darum rufen wir zu unserem Herrn Jesus Christus. Für die Menschen in unserem Land und auf dem ganzen Erdkreis. Lasse zum Herrn uns bieten. Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich. Für die Kirche in allen Ländern. Lasse zum Herrn uns bieten. Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für die Leidenden und für die Bedrückten. Lasse zum Herrn uns bieten. Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Für die Verzweifelten, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Für die lebenden und verstorbenen Mitglieder des Berg- und Hüttenarbeitervereins, dass der Herr die Verstorbenen auch zu dich aufnimmt in seinen Frieden. Lasse zum Herrn uns bieten. Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Von deinem Kreuz, o Herr, kommt alle Gnade, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir grüßen auch die Mutter Gottes, morgen am 15. Es fällt diesmal auf den Sonntag, ist das Fest der sieben Schmerzen Mariens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr. Großer Gott, wir loben dich. Wie du warst vor aller Zeit.
sei mit. Der Herr sei mit. Unser Hilf ist im Namen des Herrn, der barmherzige Gott, der seinen Sohn für uns dahingegeben und uns in ihm ein Beispiel der Liebe geschenkt hat, segne euch und mache euch bereit, Gott und den Menschen zu dienen. Und Christus, der Herr, der uns durch sein Sterben dem ewigen Tod entrissen hat, stärke euren Glauben und führe euch zur unvergänglichen Herrlichkeit. Und allen, die ihm folgen auf dem Weg der Entäußerung, gebe Anteil an seiner Auferstehung und seiner Herrlichkeit. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Singet Lob und Preis, Dank sei Gott dem Herrn. Wir wollen uns zum Abschluss das Lied singen zur Gottesmutter. Mir stand ich dich grüße. Ich danke allen, die mitgewirkt haben, gut mitgewirkt haben. Und wollen wünschen dann auch dem Verlauf, dem Fest des Bergmannsvereins, diesem kleinen Fest, einen guten Verlauf. Mir stand ich dich grüße, o Maria. Nein. Nicht so.
langsam, Heinrich. Langsam, langsam. Langsam, fahr doch mal auf. Ende früh. Thank you.